Moin Leute, ich bin's wieder, euer Tessieboy. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's nochmal um dieses Schmuckstück und zwar um den Leuchtkasten von dir, Simon. Moin! Was geht? Den wollen wir bald montieren und ich habe mir überlegt, dass wir noch ein paar Feinheiten ändern. Und zwar folgendes. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und zwar... habe ich mir folgendes überlegt. Hier diese Ränder... Und auch die Seiten, habe ich mir überlegt, folieren wir noch. Und zwar so, als ob dieser Kasten gar nicht existiert. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Sternlandschaft hier weiter und kleben dann das obere ab. Genauso wie auf der Seite machen wir hier auch blau und das schwarz unten. Und dann habe ich mir noch überlegt, und zwar, dass wir hier auf dem Kram vielleicht noch so ein paar Konturen setzen. Ich habe mir dafür, das muss ich nachher einfach mal ausprobieren, so eine Chromfolie, das ist so, ja, ist halt wie Chrom. Oder ob das zu heavy ist. Das ist heute der Plan. Das heißt, wir plotten jetzt wieder den Sternenhimmel. Nur nicht so viel, sondern eher so den oberen Teil. Und kleben das Ganze dann rauf. Und dann das Schwarz und so weiter und so fort. Und so Leute, ich habe jetzt alles eingerichtet. Und habe die Folie schon eingelegt. Und jetzt plotten wir uns einmal schön den Himmel. Let's go! Was es mit dem Akkuschrauber auf sich hat, erzähle ich euch später. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Aushebeln. Ihr wisst ja, bei dem Leuchtkasten habe ich 1000 Jahre gebraucht, diese ganzen Sterne auszuheben. Und das Ganze kann ich jetzt noch 3-mal machen. Also noch ein bisschen Arbeit, aber das Ergebnis soll ja auch nice werden. Wir fangen natürlich an mit Schwarz, das ist sehr easy. Irgendwo muss hier auch eigentlich was reingeschnitten worden sein. Zweimal geplottet. Ach, hier. Hä? Ich hab alles. Warum ist es nicht geschnitten? Das wäre jetzt richtig fatal. Das lässt sich gar nicht aussehen. So, mein Plotter war anscheinend verstellt. Der Messerdruck hat nicht gereicht. Jetzt hoffe ich, dass ich hier noch irgendwas benutzen kann. Ja. Wow, was gibt's hier? Essen am Tisch, das ist aber lieb. Vielen Dank, Mike. Ja, Leute, das nenne ich Service hier. Man macht ein Video und dann gibt's hier Nuggets mit Pommes. Ja, nice. So, Leute, kurzes Break. Ich habe das jetzt alles nochmal geplottet, weil mein Plotter irgendwie nicht richtig geschnitten hat. Und jetzt ist er schon wieder abgeschmiert. Beziehungsweise hat sich hier verheddert. Aber wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Ich muss mich auch beeilen, weil es schon 6:30 ist und 7:00 ist Simon Wolf Freunde Stream angesagt und den will ich natürlich gucken. Aber ich wollte eigentlich schon gerne das Video vorher fertig haben, aber ich glaube, es ist so nicht. Aber wir kriegen das hin. Let's go. Ein bisschen beeilen jetzt und dann passt das auch. Thank you.
zumindest mit dem ersten Teil. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir kleben jetzt schon mal den ersten Teil, weil sonst wären wir ja nicht fertig. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt. So, und zwar folgendes. Diese Landschaft hier ist jetzt ja quasi die Fortführung von der. Und dafür, also ich will das jetzt zuerst hier, also hier oben raufkleben. Das heißt, dafür nehmen wir die Platte nochmal raus, damit wir dort nicht festhängen bleiben. Packen die Schiene wieder rauf, damit wir nachher den perfekten Abstand haben. Und dann gucken wir, dass wir das hier raufbacken. Also ich habe das schon vorgereinigt. Und jetzt ist eigentlich nichts bei. Wir fangen auf der Seite hier an. Ich ziehe das hier ein Stück ab. Und dann gucken wir, dass das gut passt. Und dann kleben wir das einfach. Easy going. Nichts Dramatisches. Ich muss natürlich gleich noch um die Ecke kleben, aber auch das ist eigentlich kein Problem. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal safe die Grundfläche sozusagen. Das heißt, wir machen hier auch direkt schon mal einen Cut an der Oberseite. Zack. So, dann lupfen wir das Ganze an, damit wir hier auch wirklich in die Ecke reinkommen. Damit das nachher auch wirklich aussieht, als wäre das aus einem Guss sozusagen. So, jetzt wird es nämlich interessant. Hier kriegen wir auch ein Stück um die Ecke, damit man die Überlappung auch an der Oberseite hat, wo sie dann raufkommt. Aber vielleicht hat sie doch an der Oberseite, wenn man überlegt, bei Simon hängt der so, dass man die Seite aus dem Stream am ehesten sieht. Das heißt so und so. So, und jetzt haben wir, ich mache das hier auch nochmal, aber ein bisschen drüber. So. Und jetzt kleben wir das Ganze hier um die Ecke quasi. Einfach nur mit dem Finger, ist viel filigraner als mit einem Rakel. Jetzt sehen wir, ich habe gepennt. Hier ist jetzt ein kleiner Fitzel, das ist gar nicht so geil. Aber das kriegen wir noch richtig. Also jetzt machen wir es so. Wir schneiden hier ein, damit das ja die rausnehmbare Maschine ist. Zack. Rakeln das dann hier nochmal schön an. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir jetzt. Und jetzt seht ihr, wie mein Plan dahinter ist. Ist doch geil, oder? Dass quasi der Leuchtkasten komplett verschwindet. Und es nachher so aussieht, als wäre es nur eine große Sternbox. So, für die Seite muss ich jetzt wieder ausheben. Beziehungsweise, ich habe ja vorhin schon angefangen. Mal gucken, ob das schon reichen würde. Auf keinen. Gut, ich mache mal weiter und dann sehen wir uns gleich. So, Teil 2 ist auch endlich ausgehoben. Ja, das ist immer so viel Arbeit, das alles, diese ganzen Punkte da rauszudödeln. So, jetzt machen wir zuerst die wichtige Seite, die man im Stream immer sieht, und zwar die linke. Dafür kreppen wir hier einmal eine Markierung, wo das schwarz anfängt. Dann machen wir nämlich die Platte weg, damit wir diese nicht beschädigen. Und dann gleiches Spiel wie eben. So viel von der Sternenpracht bleibt wie möglich. Eingeschnitten. So. Guckt euch das mal an, den Unterschied. Jetzt kann man den Unterschied halt richtig krass sehen. Links und rechts. Das sieht doch tausendmal geiler aus als das, oder was? Kurzes Update. Let's go. Also, es ist jetzt, Simon, 7:04 und du bist noch nicht online. Das lasse ich mal nebenbei laufen, damit ich auch was zu tun habe. Es geht los. Und damit herzlich willkommen zum Freundestream des heutigen Tages. So Leute, es ist vollbracht. Ich habe den Kasten fertig. Ich musste jetzt gerade das Video unterbrechen. Ich habe keinen Plan, wie das jetzt gerade endet und der Schnitt jetzt hierher kommt, weil jetzt gerade war der Simon Will Freundestream und den musste ich ja gucken. Deswegen kann es sein, dass ihr vielleicht auch in dem Zeitraffer-Stream irgendwo auf meinem Handy gesehen habt. Ich weiß nicht genau, wann ich aufgehört habe zu filmen und wie ich es jetzt gleich schneide. Aber der Kasten ist fertig und es sieht so nice aus. Es hat ein Update des Todes gebracht.
Wir bohren gleich noch ein Loch, damit wir das Kabel unten rauslegen können, damit Simon den bei sich an der Wand anhängen kann. Wollt ihr ihn sehen? So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich habe wirklich den Leuchtkasten so geklebt, dass es aussieht, als wäre es nur noch die Rocket, die fliegt. Das ist doch richtig geil. Auch selbst hier an der Seite. Das heißt, nachher sieht man ja diese Seite im Stream viel, weil der ja an die Wand kommt. Das ist doch ultra nice. Ich habe hier mit dem Chrom einmal geguckt, das sah super scheiße aus. Deswegen habe ich es direkt wieder entfernt. Aber so sieht es jetzt aus. Wir bohren jetzt noch einmal unten ein Loch rein. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir gleich beim Bohren hier nicht in diese Glühbirne reinballern. Das heißt, wir drehen den Kasten einmal um. Ich habe hier irgendwo einen Akkuschrauber. Es ist verbracht! So, jetzt können wir das Kabel hier wieder durchfädeln. Jetzt testen wir das Ganze einmal. Klar, der kommt wieder raus. Ja, ist doch geil. Also wir haben jetzt tatsächlich... So, jetzt ist der Leuchtkasten wirklich bereit, um bei Simon im Streamzimmer angebaut zu werden. Simon, du siehst, er ist bereit. Ich warte nur noch auf dein Go. Kabel hängt unten raus. Leuchtkasten sieht jetzt aus, als wäre es nur eine Rocket, die irgendwo fliegt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht viel zu confused, weil ich zwischendurch den Stream geguckt habe, dann der Plotter Probleme gemacht hat und bla und bla. Deshalb, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert gerne die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, habt eine schöne Woche. Bis Sonntag. Tschüssi.